Was für ein unglaublicher Tag. Ein Tag, drei große Seen in Oberösterreich und Salzburg besucht, 255 Kilometer gefahren, ohne ein Problem gehabt zu haben. Okay, ein kleines Problem, aber mehr dazu etwas später. Willkommen oder willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Marcin und ich haben beschlossen, eine große Seenrundfahrt durch Oberösterreich und Salzburg zu machen. Und obwohl sich unsere Pläne von Anfang an irgendwie geändert haben, war das kein Problem, weil es ein Zeichen unserer Spontanität war. Unser erster Stopp war in Gmunden, wo wir uns mit seinem Schwager getroffen haben. Er war kurzfristig bei unserer Ausfahrt beim Oldtimer-Treffen in Gmunden vor ein paar Wochen dabei, jedoch ist sein Fiat 500 dann relativ rasch eingegangen und ist dann nicht weiter mit uns gefahren. Dieses Mal hat es jedoch sehr gut funktioniert und wir trafen uns in Gmunden und von Gmunden aus sind wir dann weiter zum Wolfgangsee gefahren. Wir haben natürlich keinen Stress gehabt, wir haben uns Zeit gelassen, es war heiß, zwischendurch brauchten wir eine Pause, unsere Fahrzeuge brauchten eine Pause, somit brauchten wir ungefähr 2 Stunden von Gmunden zum Wolfgangsee. Dort war unser erster Stopp auf einem Campingplatz, den wir aber dann relativ rasch wieder verlassen haben, da wir zum einen mal keinen Eintritt zahlen wollten, weil wir nicht wussten, wie lange wir dort bleiben würden, und zum zweiten war dieser schon sehr, sehr gut befüllt. Wir sind dann eben den Wolfgangsee etwas weiter entlang gefahren, sind an einer anderen Stelle stehen geblieben. Dort haben wir gleich mal einen Spot gefunden, wo alle drei Autos nebeneinander Platz gefunden haben, und dort sind wir dann die nächsten Minuten verblieben. Ich habe dann das Auto genommen, habe mich etwas abseits abgestellt, denn dort konnte ich ohne Störungen anderer Personen und in Ruhe ein paar Fotos aufnehmen, einige Clips aufnehmen, und an dieser Stelle eine kleine Entschuldigung meinerseits. Ich wollte diesen Trip bestmöglich genießen, somit habe ich nur eben Short-Videos aufgenommen, kurze Clips aufgenommen, und eben daher an dieser Stelle meine Entschuldigung, und da möchte ich euch gleich einen Clip eben vom Wolfgangsee zeigen. We are here now at the Wolfgangsee in Salzburg. So it is definitely not in Upper Austria, as I said in the previous video. That's my mistake. And as you can see, the views are amazing. Clearly people are camping here, so I don't want to disturb them, which is pretty hard because there's limited space here. And we are currently parked the other way around. Maybe if there's time, we will readjust our cars so they will head towards us and with the mountains here in the back. But it is an amazing view. I am enjoying the company so far. The cars are behaving very well. No issues here. I had to switch one fuse because it broke, but that's just a minor issue. And for now, we're enjoying the views, so enjoy them too. And we wish you a good day from location. Exactly. We wish you all the best from the Wolfgangsee. It is obviously very loud in here. So that's it for this little trip. As I said, we will try to readjust our cars. And yeah, for now that's it. Bye. Marcin und sein Schwager haben sich dann kurz zusammengepackt und sind weiter schon mal nach St. Gilgen gefahren. Ich verblieb dann noch circa eine halbe Stunde am Wolfgangsee, um eben die Atmosphäre zu 100% genießen zu können, denn in der Regel fahre ich ja nicht so weit weg mit meinem Fahrzeug, und ich wollte das Maximum an Emotionen herausholen. Somit bin ich dann noch eine Weile dort verblieben, und dann im Nachhinein habe ich mich auch zusammengepackt und dann haben wir uns dann gemeinsam in St. Gilgen getroffen. Dort waren natürlich eine Menge an Menschen, die sich dann auch um unsere Autos versammelt haben, haben uns diverse Fragen gestellt. Was ist das für ein Auto? Woher kommt das Auto? Und das hat uns natürlich sehr viel Spaß gemacht. Und auch dort haben wir wieder ein paar Fotos aufgenommen. Und auch an dieser Stelle möchte ich einen Clip einfügen. We are at our next stop in St. Gilgen. As you can see, there's lots of people around enjoying the views and obviously enjoying our cars as well. People are taking photographs, taking videos, which is quite nice to see. Everyone has a smile. It is obviously very, very hot today. But again, look at those views. Look, there's some very nice trees here in the back. And all people are happy. And I am happy that
Again, the car is still holding up pretty good. Nothing else to report than the fuse that blew at our first stop. But everything is amazing. And I'm just gonna take a seat right here and enjoy those beautiful views and enjoy talking to the people who are interested in our cars. So, bye for now. Von St. Gilgen ging es dann weiter zum Mondsee. Ich hätte hier versucht, die Kamera einer Person in die Hand zu geben, dass diese filmt, wie wir eben diesen Platz in St. Gilgen verlassen. Das hat leider nicht so funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe. Darum kann ich diesen Clip auch leider nicht verwenden. Und das kommt halt so mal vor. Auf jeden Fall sind wir dann Richtung Mondsee aufgebrochen. Auch dort in Mondsee ergab sich eine unglaublich tolle Möglichkeit, Fotos und einen kurzen Clip aufzunehmen. Und wie auch schon zuvor, möchte ich diesen hier jetzt einfügen. Look at those amazing views once again. And so, we could not resist parking here, right next to the fountain. And take some photos, record some clips. Then we're going to swap our places so everyone from us will have a photo in the middle of the pack. And we are enjoying those views. Here is Martin in the back. And we are having a lot of fun today. It is very hot still. It is right now 29 degrees, so not as hot as I thought, but still 29 degrees for our old cars is plenty. And yeah, let's see where our next stop leads us. But for now, that's it. Thank you and bye. Wir sind dann etwas weiter in den Ort nach Mondsee gefahren. Da ist dort eine schöne Kirche zum Fotografieren, zum Filmen gibt. Und obwohl ich davon nicht unbedingt ein Fan bin, habe ich mich im Sinne der Gruppe dann angeschlossen. Und das war dann am Ende des Tages die einzige Situation, die einen perfekten Tag leider etwas dann zunichte gemacht hat. Das ist natürlich jetzt alles unsere Schuld, das ist uns zum Verschulden. Der Zugang zu der Kirche war jetzt gesperrt, es war jetzt für Autos nicht zugänglich und wir sind dann dennoch dorthin gefahren und bei unserer Rückfahrt hat dann eine Person meiner Meinung nach einfach überreagiert, hat uns aufgehalten, hat unsere Autos fotografiert, unsere Nummernschilder fotografiert, uns fotografiert und meinte, dass er dies, dass er dies natürlich weitergeben wird. Okay, der Fehler lag auf unserer Seite, das steht nicht zur Debatte. Allerdings hätte man darauf etwas anders reagieren können. Aber es ist so, wie es ist. Und wie gesagt, ist das so der einzige Punkt an einem wunderbaren Tag, an einem fast perfekten Tag, der hier etwas einen faulen Beigeschmack hinterlässt. Aber okay, das ist so und das müssen wir jetzt so akzeptieren. Und gegen 16 Uhr sind wir dann von Mondsee Richtung nach Hause wieder aufgebrochen. Dort haben sich unsere Wege auch getrennt, zumindest jener von Marcins Schwager und uns beiden, denn er fuhr nach Gmunden und wir gemeinsam Richtung Wels und dann ich natürlich weiter nach Linz. Es war, wie gesagt, ein Trip von insgesamt 255 Kilometer ohne Probleme. Ja, ich hatte ein sehr, sehr kleines Problem. Ich musste die Fuse wechseln, die Sicherung musste ich wechseln. Das ist mir dann relativ rasch aufgefallen. Oder warum ist mir das aufgefallen? Ich hatte nicht mehr blinken können, die Scheibenwischer haben nicht mehr funktioniert und die Tankanzeige zeigte plötzlich null an, beziehungsweise sprang wieder an, wenn ich das Licht eingeschaltet habe. Und das sind natürlich so Indizien, dass irgendetwas nicht stimmt. Da ich das in der Vergangenheit schon erlebt habe, wusste ich, wie ich reagieren soll, wie ich reagieren muss. Und ich habe immer wieder Ersatz-Keramiksicherungen im Auto liegen. Somit war das schnell erledigt und alles hat dann natürlich wieder funktioniert. Wie gesagt, es war ein toller Trip, extrem tolle Emotionen, die ich hoffentlich bald wieder erleben werde. Und mal sehen, was so die nächsten Pläne mit sich bringen. Für dieses Video war es das jetzt. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Bitte um eure Likes, eure Kommentare und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!